Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Wolfgang Dender und im Namen von FX Flat freue ich mich, Ihnen heute den Smart Trend Indikator präsentieren zu dürfen. Marc Pötter, seines Zeichens halt professioneller Trader, wird Ihnen mögliche Einstiege bzw. Ausstiege mit dem Smart Indikator live auf dem MT5 unter Umständen zeigen, wenn es denn entsprechende Signale gibt. Und das bringt mich sofort zu den Risikohinweisen. Auch wenn ein Trade jetzt live ausgeführt wird, ist das keine Handelsempfehlungen, keine Handelsempfehlung. Die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Und wie gesagt, das Webinar dient rein nur zu Schulungszwecken. Ja, jetzt hätte ich gerne von Ihnen gewusst, ob ich gut zu hören bin. Ein kurzes Feedback wäre super. Gut, alles klar, vielen Dank. Ja, Marc, ich hoffe, dein Mikro funktioniert jetzt und gucken wir mal, wenn ich dir dein Bildschirm übertrage, dass du loslegen kannst. So, auf den wollen wir. Jetzt müsste es richtig sein. Ja, wunderbar. Alles klar. Dann klinge ich mich mal aus und wünsche allen Teilnehmern viel Spaß. Ja, danke dir, Wolfgang. Bitte. Willkommen von meiner Seite. Ja, manchmal ist Technik doch zyklischer, als man sich das so vorstellt. Aber ich stimme ganz kurz noch für die, die mich noch nicht kennen sollten. Marc Pötter, mein Name, seit 13 Jahren Trader und Investor. Auf der einen Seite habe ich eine eigene Firma mit einem kleinen Team, wo wir vorwiegend Daytrading betreiben, auch so Indikatoren entwickeln, Handelssysteme entwickeln. Und auf der anderen Seite langfristig in Aktien investiert, so ein Großteil meiner Altersvorsorge. Deswegen sind das so die beiden Bereiche, die mich interessieren. Bin ausgebildeter Analyst, sowohl weltweit als auch in Europa und habe auch Kapitalmarkttheorie studiert. Also von daher, ich wusste von klein auf, dass ich mal irgendwas mit Börse machen wollte, weil ich den Gedanken hatte, etwas blauäugig, dass wenn man Geld für mich arbeitet, dass ich dann selber nicht mehr arbeiten muss. Mittlerweile weiß man, dass man halt trotzdem noch was tun muss, aber natürlich ist das schön, wenn man sieht, dass man tatsächlich mit Geld Geld verdienen kann. Ich will noch ganz kurz sagen, dass den Indikator, den ich hier nutze, das ist kein Indikator von FX Flat. Ja, der ist, wie gesagt, von uns programmiert. Nur wer den einsetzen möchte, kann das kostenfrei machen. Also FX Flat sponsert euch den Indikator. Ich will aber direkt mal reingehen, dass hier auch gerade die neu dabei sind, direkt sehen können, um was es geht. So, das ist dieser Indikator, der also die Kerzen entsprechend grün, rot und auch grau färbt. Ich will mal einen kleinen Rückblick geben. Ja, vor zwei Wochen, als wir sie getroffen haben, am 1. Februar, da hatte ich ja da noch gesagt, dass es typisch ist für diese Abwärtsbewegung, dass wir erst noch mal ein tieferes Tief sehen werden. Also das heißt, dass wir hier von diesem Punkt aus, dass er das nochmal unterschreitet und dass wir dann typischerweise erst ansteigen. Ja, das Webinar, das war hier. Bis zu diesem Zeitpunkt, dann leider erst nach dem Webinar. Aber wie angekündigt, hatte ich ja gesagt, er soll das tiefere Tief machen. Und wenn er dann vom Indikator auf grün geht, dann steige ich ein, Stop-Loss hier drunter, also unter die grauen Kerzen. Und dann darf es nach oben gehen. Und das war dann auch der Trade, den ich hier hatte. Das war dann ein Gewinn hier von 522. Ich hatte auch hier sogar nochmal nachgelegt gehabt. Und dann waren das ja auch nochmal 115, also etwas über 600 Euro. Und wir hatten hier vorher einen Minus-Trade gehabt mit 230. Also das ist immer das, was ich ja sagte, dass ich von der Trefferquote her mit dem Indikator gar nicht mal so gut bin, weil ich halt immer ein hohes CAV handle. Also ich handle ein höheres Chance-Risiko-Verhältnis. Das ist auch das, wo ich denke, wo der Indikator seine großen Stärken ausspielt. Ja, wenn wir sehen, also wenn es wechselt, dass halt so ein Trend länger anhalten kann, dann ist das natürlich für uns sehr interessant. Dann wollen wir mal direkt jetzt in die aktuelle Betrachtung rein. Ja, wir sehen jetzt, dass wir aktuell noch einen sehr ruhigen Markt haben. Das ist ja hier der Dow Jones. Der hat eigentlich mit so die größte Volatilität. Wir haben es hier gesehen vorgestern. Ja, das sind dann mal eben 700 Punkte, die er da runter ist. Das war auch, glaube ich, der größte Tagesverlust im Dow Jones seit März 2023. Also schon heftig, aber auf der anderen Seite auch halt ganz normal. Wir waren also auch schon sehr, sehr stark verwöhnt, weil ja 2023 einfach ein sehr gutes Börsenjahr war, zumindest von den großen Börsenindizes. Ja, viele kleine Aktien haben davon gar nicht profitiert, aber die großen Schwergewichte, allen voran halt so eine Microsoft, eine Apple, eine Nvidia und dergleichen, die haben halt die Märkte richtig stark hochgezogen. So, grundsätzlich, wenn wir uns hier noch einmal betrachten, in die größer werdende Zeiteinheit,
Ja, auch hier wiederum interessant. Es war ja hier unsere Unterstützung, die wir uns da eingetragen hatten. Hier war der Einstieg, wo ich sagte, ab hier long. Ja, aber das ist halt auch mal tatsächlich diese alten Unterstützungen, alten Widerstände sind immer noch hochinteressant. Ja, ihr seht es, das alte Tief, die Linie, die hier drin ist, der ganz starke Abverkauf, ja, ist halt ein bisschen übersprungen. Was aber auch typisch ist, hat mir auch da auch gesagt, dass wir also häufig, wenn es so einen Abwärtsdruck gibt, ein tieferes Tief sehen. Also es ist untypisch, dass wenn wir so einen starken Abwärtsdruck haben, dass er dann hier dreht oder halt hier dreht. Ja, typischerweise macht er das tiefere Tief. Hat er halt auch gemacht und dann dreht der Kurs und seitdem steigen wir halt wieder. Ja, das heißt, tendenziell vom übergeordneten Trend sind wir weiterhin long. Deswegen für mich natürlich auch halt interessant, hier irgendwo long einzusteigen. Und dann gehen wir jetzt einmal wieder runter. Was haben wir im M5? Nutze ich hier ganz gerne. Gehen wir da mal rein. Ja, heißt also für mich jetzt interessant, wenn eine Kerze grün werden sollte, dass ich dann, oder beziehungsweise ich tippe mal, dass sie jetzt erstmal grau wird. Ja, manchmal wird sie auch von rot direkt grün, dass wir halt dann long einsteigen können und mit dem Stop-Loss dann unter die andersfarbigen Kerzen drunter. Ich möchte hier nochmal kurz darauf hinweisen. Ja, wie immer ist es so, das ist eine Indikation, die wir haben, der halt ganz gewisse Stärken, ganz gewisse Schwächen hat. Ja, also bei einem Trendindikator, wie der Name ja auch schon sagt, Smart Trend Indikator, brauchen wir einen Trend. Ja, das heißt also tendenziell müssen wir aufpassen, wenn wir halt solche Marktphasen haben, wo es entsprechend seitwärts geht. Ja, für uns ist es natürlich gleich interessant um 15.30 Uhr, also in 6 Minuten, wenn die amerikanischen Märkte aufmachen, da sollte typischerweise die Volatilität auseinandergehen. Also da sollten wir deutlich mehr Volatilität bekommen. Ja, da werden wir es gleich mal abwarten. Jetzt haben wir in 14 Sekunden die neue 5-Minuten-Kerze. Können dann im Prinzip da schon mal schauen. Ich werde aber auch die Markteröffnung abwarten. Ja, weil das habt ihr häufig so in dem Moment, wenn wir vor der Markteröffnung so einen Markt haben und sagen, dass wir hier so seitwärts gehen, dann ist das typisch in dem Moment, wenn die Markteröffnung kommt, dass wir dann so laufen. Also einfach die komplette Vola geht auseinander. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn ich halt dann sage, ich steige meinetwegen hier ein und ich würde hier unten drunter den Stop-Loss setzen, kann es halt schnell passieren, dass er mich zwar reinholt und direkt wieder rausgeht, um dann zu steigen. Also einfach, dass wir dann da so ein bisschen mehr Puffer geben. Deswegen ist ganz interessant, dass wir hier vielleicht einmal so ein, ja, sozusagen, müssen wir gucken, wie weit geht die Vola auseinander und dass wir uns dann den entsprechenden nächsten Einstieg suchen. Von den Daten her können wir nochmal eben schauen, ob wir da irgendwas Wichtiges haben. Das denke ich nicht. Das ist heute, genau, 14:30 Uhr. Das haben wir schon gehabt. Da beginnen auch die Märkte erstmal kräftig hoch, zumindest in den ersten 5 Minuten. Wir haben ein kleines höheres Hoch gemacht, wurden dann wieder abverkauft. Aber nach 14:30 Uhr haben wir nichts. Also da müssen wir keine Rücksicht auf irgendwas nehmen. Das ist schon mal gut. So, graue Kerze jetzt heißt also entsprechend Seitwärtsmarkt. Also da wollen wir eh noch nichts machen. Wir warten sowieso dann gleich die 15:30 Kerze einmal ab. Ja, hier ist nochmal der Link, weil gerade die Nachfrage kam, wo kriegt man diesen Indikator her? Wie gesagt, als FX-Flat-Kunde wird er euch kostenfrei zur Verfügung gestellt. Na, aber halt wichtig, ne, wir brauchen einen Trend. Das heißt also, in Seitwärtsphasen wird der Indikator eher Geld verlieren. Ja, in Trendphasen dafür richtig gut. Ne, und das kann man also einfach sehr schön auch dann halt backtesten, ne, wenn man mal hier dann auch in die übergeordnete Zeitebene geht. Also auch da funktioniert es. Wir sehen da, gerade wenn wir hier so eine schöne Trendphasen haben, ist der sehr, sehr lange grün. Ne, das ist dann natürlich interessant. Oder auch wenn wir hier so einen Abwärtstrend haben, dass er dann sehr, sehr lange rot ist. Ne, und das funktioniert natürlich auch dann im kurzfristigen Bereich, wie Sie hier sehen, zum Beispiel 3 Minuten, ne, auch hier wunderbar. In dem Moment, wenn die Vola höher ist, dann ist der Indikator richtig gut. Wenn die Vola sehr, sehr klein ist, hier zum Beispiel, ne, sieht man, da wechseln sich die Farben ab, dann sollten gar nicht handeln. Sehen wir aber auch mal daran, dass die gleitenden Durchschnitte entsprechend fast waagerecht sind. Ne, das ist halt für uns interessant. Wir wollen eigentlich immer, dass sie auch ein bisschen Abstand haben, wie wir das hier zum Beispiel haben, ne, dass die steigend sind. Dann ist das interessant, dass man dann in so einen Trendmarkt entsprechend einsteigen kann. Da zeigt er uns zwar schon rot, wie gesagt, wir warten hier nochmal ab. Wir haben jetzt gleich in 2 Minuten 20 haben wir die Markteröffnung aus den USA. Mal gucken, Nasdaq sieht ähnlich aus. Ja,
DAX heute Morgen auch eine sehr schöne Vola gehabt. Und das ist das ganz genau, dass wir halt hier von Rot hier auf Grün wechseln. Dann kommt der Stop-Loss hier drunter und dann kann man entsprechend hochhandeln. Das ist ganz genau das, also so ein typisches Setup, was dann mit dem Indikator interessant ist. Wir sehen auch hier vorher, die gleitenden Durchschnitte zeigen nach oben. Also ganz genau das, was wir haben wollen, dass wir halt auch einen Trendmarkt da definieren können. So, wir bleiben aber jetzt zur amerikanischen Eröffnung in den USA. Haben jetzt noch 1,5 Minuten. Das tendenziell suche ich jetzt eher Long-Einstiege, einfach weil wir da im übergeordneten Aufwärtstrend sind. Noch 1 Minute. So, die letzten 20 Sekunden. So, da ist die Markteröffnung. Dann warten hier mal ab. Mal gucken, was die anderen machen. Nasdaq steigt. Ja, das ist aktuell so ganz interessant, dass der Nasdaq komplett gegenläufig ist zum Dow Jones, also zumindest so im ganz kurzfristigen Bereich. DAX macht noch relativ wenig. So, warten jetzt mal ab, aber ne, das ist das Typische, was ich eben meinte. Die Volatilität, die geht auseinander. Wir haben also jetzt im Prinzip hier ja vorher so bis hierhin so die Vola gehabt. Ja, so kurz vorher, dass wir durchstarten. Ja, wir sehen, dass jetzt hier erstmal es runtergeht. Würde mich auch nicht wundern, wenn wir jetzt erstmal dann hier oben drüber gehen. Ja, aber grundsätzlich Long-Richtung für mich interessant. Deswegen, wenn es gleich grün werden sollte, dann würde ich das auch nutzen wollen. Da haben wir aber jetzt noch 2 Minuten, etwas mehr als 2 Minuten Zeit. Also das ist ganz praktisch hierbei,
Das hat der Indikator direkt zu Beginn zeigt, ist er rot, ist er grün. Deswegen, es hat nichts damit zu tun, ob die Kerze steigt ist oder nicht, sondern es ist halt die Indikation, wenn die Kerze öffnet. Was ja auch meiner Meinung nach richtig ist, weil wir wollen ja immer direkt sehen, also auch im Nachhinein sehen, war es eine rote Kerze, war es eine grüne Kerze. Wir wollen ja nicht sehen, dass die Kerze zuerst rot war und dann hinterher grün zeigt oder sowas. Aber damit können wir dann ja in dem Moment nichts anfangen. Mal gucken, wo wir hier noch hingehen können. Genau, Allzeithoch hatten wir bei 38.900. Ja, also die 40.000 ist definitiv in Reichweite. Ja, also auch hier seht ihr dann, was ist jetzt Tageschart, wie der Indikator, auch im längerfristigen Bereich. Wenn man jetzt Aktien handelt oder so, da kann man den auch entsprechend gut nutzen für sowas. Wir bleiben jetzt im 5-Minuten-Bereich, weil wir ja traden wollen. Seitwärts. Ja, DAX zieht jetzt langsam nach oben. So, gleich kommt die neue Kerze. Ich mal zumindest gucken, dass ich klickbereit bin. So, grüne Kerze. Ich bin jetzt eingestiegen. Ich spekuliere jetzt darauf, dass er entsprechend weiter steigt. Ja, wichtig wie immer, auch wenn wir jetzt hier einen relativ weiten Stopp haben, wird trotzdem wieder so ausgerechnet, dass ich die 250 Euro Risiko habe. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir auch gleich Schwung bekommen hier oben drüber. Also jetzt das neue Hoch schafft, hat er glaube ich jetzt gerade noch nicht ganz geschafft. Ja, natürlich gut. Und dass wir dann natürlich auch dann entsprechend weiter nach oben ziehen. Das haben wir, jetzt haben wir relativ viele Punkte, aber ist nicht schlimm, ca. 90, wird dann halt so bei ca. 50 Punkten, also hier in dem Bereich, dann den Stop-Loss nachziehen, wenn er denn so hoch kommt. Und tatsächlich würde jetzt hier ganz gut ein 2:1er Verhältnis passen von meiner Seite. Ich zeige das nochmal. Aber das ist relativ typisch, dass wir halt auch hier so eine starke Abwärtsbewegung, was da hier mit einer Kerze war. Das waren 15:30 vorgestern, also mit der Markteröffnung, dass sowas halt gerne wieder korrigiert wird. Das heißt, also bis hierhin sollte er laufen, also wenn er denn läuft. Ja, auf der anderen Seite müssen Sie auch ein bisschen aufpassen, aber das ist halt immer so, dass wir auch gewisse andere Widerstände haben. Ja, zum Beispiel dieses alte Tief ist natürlich jetzt erstmal ein Widerstand, ist er aber halt vorher schon gegengelaufen, abverkauft worden. Also von daher eigentlich ganz schön. Ja, weil sonst sind so diese alten, starken Zwischentiefs, also diese V-Formationen hier, da muss man schon aufpassen, wenn wir hier so ein Tief haben, das ist schon immer ein relativ starker Widerstand. Ja, dementsprechend, dass der Kurs da abprallt, ist relativ wahrscheinlich, hat er aber ja tatsächlich hier vorher gemacht. Ja, und dann in dem Moment, wenn er beim zweiten Mal an so einen Widerstand rankommt, die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass er da auch tatsächlich durchgehen kann. Und jetzt hoffe ich einfach mal wegen Markteröffnung, ich denke auch so von den Unternehmenszahlen her, die Leute sind immer noch sehr stark long eingestellt. Also zumindest haben wir hier ein ganz gutes Potenzial, dass wir tatsächlich dann hier nach oben kommen sollten. Wäre, wie gesagt, dann ein 2:1er CRV, was wir hier haben.
Was soll die anderen Indizes machen? Ja, interessant, Nasdaq fällt noch, soll uns aber egal sein. DAX hat auch das Signal. Also hier wäre es dann zum Beispiel so vom Indikator her, hier ist der Einstieg, also mit Öffnen der grünen Kerze. Stop-Loss wäre dann hier unter der grauen Kerze. Ja, einfach nur so vom Setup her, dass ihr es habt. Aber wie gesagt, interessanter normalerweise um die Uhrzeit von der Volatilität ist der Dow Jones und natürlich auch von den Kosten her. Ihr seht es hier, den können wir fix mit 1,5 Punkten handeln. Und das bei der Vola, das ist natürlich wirklich spottgünstig im Verhältnis dazu zu anderen Instrumenten, die wir sonst haben. Ab hier. 50 Punkte sind hier bei 38.570. Zeichnen wir uns das mal hier ein. So. Also wenn der Kurs dahin kommt, dann würde ich entsprechend den Stop-Loss auf Einstieg nachziehen, vorher nicht. In der Praxis mache ich das dann so, dass ich mir keine Linie einzeichne, sondern dass ich hier drauf gehe, sondern hier da auf den Kurs gehe, rechte Maustaste, Handel und dann würde ich mir entsprechend einen Kursalarm da reinsetzen, ja. Ja, und dann kann man auch auf irgendwas anderes gucken. Aber jetzt wollen wir mal dabei bleiben, schauen. Das höhere Hoch haben wir schon mal, das ist schon mal ganz gut. Ich hoffe auch, dass wir jetzt weiter nach oben ziehen. Können wir mal ein bisschen reinzoomen. So, komm, jetzt mal über das Hoch drüber ziehen. Der MACD hier unten ebenfalls stark loggen und unser auch der ADX hier. Da müssen wir einfach darauf achten, welche von den beiden Linien ist oben. Na, wir haben hier die grüne Linie oben. Das heißt, auch hier von dem Trendindikator Long. Also eigentlich alle Indikatoren zeigen Long. Na, hier ist das, was ich euch gerade sagte, dass die Volatilität entsprechend ansteigt, 15,30. Das sehen wir hier unten in dem ATR. Na, hier, da war es 14,30 wegen den News, die kamen. So, und jetzt hoffe ich mal, dass wir auch gleich bis hier oben hingehen, bis zur 570. Dann können wir nachziehen. Nasdaq kommt noch nicht hinterher. DAX kommt, DAX zieht langsam hoch, das ist gut. Frage kommt häufig, aus welchem Grund zieht ein DAX eigentlich so hoch, wo doch die deutsche Wirtschaft erst bei Weitem schlechter geht, auch das Wirtschaftswachstum ja wieder viel, viel niedriger ausfällt, als man das eigentlich dachte. Das kommt einfach daher, weil die Vermögensmassen, die weltweit angelegt werden, die werden ja mittlerweile sehr viel auch in sogenannten Indexfonds, in ETFs angelegt und die streuen halt, das heißt, die kaufen so und so viel Nordamerika, so und viel Südamerika, so und so viel Japan und natürlich auch Europa und in Europa ist natürlich auch ein wichtiger Aktienmarkt Deutschland, das heißt also, in dem Moment, wenn eigentlich Gelder breit gestreut in den Aktienmarkt angelegt werden, in dem Moment wird halt auch Deutschland mitgekauft. Also von daher ist das tatsächlich so, dass man immer eher sagen kann, der eine Markt wird wahrscheinlich nicht so viel steigen wie der andere Markt, wo es der Wirtschaft vielleicht was besser geht. Das ist auch das, was wir sehen. Die amerikanischen Märkte sind in den letzten 2, 3 Jahren deutlich mehr gestiegen als jetzt der deutsche Markt zum Beispiel. Aber wenn der eine Markt steigt, dann steigt typischerweise auch,
auch der andere Markt. Ne? Dass entweder, wenn es fällt, dann fällt weltweit, fallen die Indizes, oder wenn es richtig steigt, dann steigen halt weltweit die Indizes. Das kommt ganz genau daher. Na, kurz vorher gedreht. 10 Punkte fehlten noch. Ja, das ist aber für mich nicht schlimm. Das ist meine Regel. Also meine Regel ist Minimum 0,5 bis 0,7. Das kommt immer darauf an, wenn es halt ich sag mal, ein Trade ist, der eher kurzfristiger ist. Das heißt, wenn wir da so 10, 20 Punkte haben oder so, dann nehme ich eher die 0,7. Also quasi, ne, die 70% der Strecke meines Stop-Losses. In dem Moment, wenn wir einen sehr weiten Stopp haben, dann gehe ich runter bis auf 0,5, das heißt 50%, genau das, was wir hier gemacht haben. Ich habe das also ausgemessen hier. Na, das waren die 90 Punkte. Und dann haben wir gesagt, okay, hier bis nach oben, dann müssen es halt mindestens 45 sein. Na, das sind jetzt 50, aber 45, die werden jetzt hier. Aber die will ich auch Minimum haben. Also das ist meine feste Regel, einfach, dass ich halt jetzt nicht traurig sein muss und sagen muss, okay, ich hätte doch jetzt hier schon nachziehen müssen. Ne? Man denkt automatisch, dass wenn der Kurs irgendwo knapp dran geht und dann wieder dreht, dass er jetzt nach unten durchfällt. Ja, das ist menschlich. Aber wenn man das halt 10 Mal macht, da wird man tendenziell, wenn man aus dem Bauch raus handelt, nicht profitabel mit sein. Und dementsprechend ist es immer ganz gut, wenn man ein festes Regelwerk hat oder ich sag mal, zumindest immer viele Dinge per Regelwerk macht. Alle können wir im Prinzip noch nicht machen, sonst würden wir es automatisieren. Na, aber von daher soll der für mich auf die 570 gehen und vorher mache ich nichts. Dann nehme ich auch noch einen Verlust in Kauf. Na, einfach das mache ich halt immer gleich, dass ich da weiß, daran rüttel ich nicht. Na, also ich möchte immer das, was ich mache, duplizieren können. Na, trotzdem Unverschämtheit, dass wir hier jetzt noch nicht raufgehen. Ja, interessant. Nasdaq hat jetzt hier das tiefere Tief gemacht. Und das jetzt auch erstmal nach oben drehen. DAX hat auch wieder ein bisschen korrigiert. Ja, hier am gleitenden Durchschnitt abgeprallt. Jetzt nach oben. Hier müsst ihr aufpassen, das ist aber nur meine Meinung. Ja, wir haben ja hier eine sogenannte Umkehrkerze, also das ist ja eine, ja, mit der besten Kerzen hier. Also jetzt nicht die, sondern hier die nächste, also ne, die so aussieht. Dass er eigentlich im Prinzip jetzt short fallen sollte. Da müsst ihr wieder aufpassen. Meiner Meinung nach sind diese Kerzen nur dann interessant, wenn ihr auch im richtigen Trend seid. Das heißt also, wenn wir in einem Abwärtstrend sind, dann kommt es hier oben hin und dann haben wir diese Kerze. Dann ist das ein super Handelssignal, wirklich perfekt. Im Aufwärtstrend ist das meines Erachtens kein gutes Handelssignal. Das heißt, wenn wir hier die Kerze so haben. Das heißt nichts, da kann der Kurs durchaus weiter steigen. Also auch das, was ich mache. Weil sonst würde man sagen, man würde jetzt hier Short reingehen, Stop-Loss hier drüber. In dem Moment wäre man hier schon ausgestoppt. Ist einfach nur so, dass es so die, also ich habe es nur, muss ich auch fairerweise sagen, ich habe es nicht backgetestet, ist aber das, was ich tatsächlich immer wieder sehe. Also seit 13 Jahren. Also auch von daher, Kerzformation kann man gut handeln. Ja, so ist das nicht, aber ähnlich auch wie mit so einem Smart Trend Indikator. Er funktioniert halt nicht immer. Ne? Ich muss da doch immer noch mitdenken und muss den Indikator, egal was ich nutze, muss ich immer in den Gesamtkontext halt einbeziehen. Ja, also das ist so das, wie ich mit allen Sachen vorgehe. Also von da man kann nie sagen, das eine ist wirklich 10-mal besser als das andere oder so. Man muss mal gucken, was funktioniert für einen selber. Jetzt können wir erstmal hier den Stop-Loss nachziehen. Das freut mich schon mal. Dann können wir auch hier diese Linie wegmachen. So, und jetzt haben wir ja schon einen Trade, der entsprechend laufen kann. Ja, auch das, was ich gerade sagte, mit dem Tief und Tief. Jetzt könnte auch Nasdaq wieder anziehen. Das haben wir hier auch.
doch schon mal schön. Ja, also das hat man hier häufiger, obwohl er eigentlich das ja gar nicht machen dürfte, weil wir haben den Aufwärtstrend. Ja, und vom Lehrbuch her wäre es ja folgendermaßen. Lehrbuch sagt ja, wir haben ein Tief, ein Hoch, Tief, Hoch, Tief. Alles mal so ganz grob, natürlich so ein paar Zwischentiefs, klar. Ja, aber wir haben also diese steigenden Hochs hier und wir haben hier diese steigenden Tiefs. Ja, und da darf er ja eigentlich gar nicht unter dieses Tiefs gehen und halt eigentlich schon gar nicht unter dieses Tief gehen. Ja, aber das ist halt schon häufig, was er macht. Das ist auch das, was ich sagte, die Volatilität geht erst mal auseinander. Also das kann man halt gar nicht so 100% einordnen. Ja, ist halt häufig so, dass wenn wir so ein tiefes Tief haben, dass wir hier halt erstmal ansteigen. Was dann kommt, auch das im Prinzip, das kann man dann nie so zu 100% sagen. Na, aber dass ihr das wisst, gerade bei so einer Markteröffnung, da geht die Vola auseinander. Also da kann man dann das nicht so einfach, wie man das jetzt quasi hier im Vorfeld hat, in dem Bereich, wo wir sehr schön haben, höhere Hochs, höhere Tiefs, ne, sondern gerade bei Markteröffnung, dann das sprengt sozusagen dann erstmal die Sichtweise häufig. So, Dow Jones Seed, das ist gut. Also Frage kommt jetzt, ob es Sinn macht, jetzt noch einzusteigen. Kann man machen. Also das ist halt schon etwas, grundsätzlich ist immer so meine Devise, ich möchte nicht dann ängstlich sein, wenn der Kurs das macht, was ich möchte. Das heißt also, wenn man sieht, dass der Kurs stark steigt, klar kann man was machen. Die Frage ist halt immer nur, wo willst du halt jetzt den Stop-Loss hinsetzen? Ich zum Beispiel mache es jetzt auch so, dass ich den Stop-Loss nicht nachziehe. Also ich ziehe ihn jetzt nicht irgendwo hier so Kerze für Kerze nach, sondern es ist halt leider dann häufig so, dass es auch mal wieder so Kulturen gibt, dass das dann weiter hochgeht, also diese typische Zickzack-Muster, was wir dann haben, also diese Treppenstufe, die nach oben geht. Mir wird es halt jetzt hier schwerfallen, ne, dass ich halt hier einigermaßen engen Stop-Loss setzen kann. Also von daher würde ich das, glaube ich, jetzt nicht machen. Wenn du jetzt noch probierst einzusteigen, würde ich Folgendes machen, dass man dann auf die eine Minute runtergeht, dass man dann halt guckt, wenn er jetzt hier wieder ein bisschen korrigieren soll, dann wird ja der Indikator wieder grau werden. Ja, grau, vielleicht sogar auch rot werden. Und wenn er dann den nächsten Schwung nimmt nach oben und dann die Farbe wieder wechselst, dass du halt dann probierst einzusteigen. Ne, das wäre was man dann so gut machen könnte. Ja, wir können ja jetzt auch ruhig mal hier bleiben in der einen Minute. Dann sehen wir das vielleicht gleich. Ne, aber das wäre dann sowas, wenn ich in so einen starken Trend einsteigen möchte, dass ich auch dann wieder den entsprechenden Farbwechsel abwarte. Und wie wir das auch hier zum Beispiel haben. Wenn ich hier sehe, ich habe einen starken Aufwärtstrend, nehmen wir mal hier, der Kurs steigt und dann kommt er runter, macht einen Farbwechsel, geht dann wieder rauf und dann kann ich hier wieder quasi neu einsteigen. Und das macht meistens mehr Sinn, als wenn ich dann quasi hier sehe, er steigt, ich steige hier ein und dann bin ich erstmal in so einer Seitwärtsphase oder werde dann sogar irgendwie ungünstig ausgestoppt. Ne, aber so grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass man in einen Trend einsteigt. Ne? Also das ist ja immer etwas, wo sich viele Leute schwer tun, dass sie dann sagen, ach, der Kurs steigt und steigt, der muss doch jetzt mal drehen. Das muss er halt gar nicht, sondern so ein Trend, der kann halt sehr lange anhalten. Ne? Einfach in dem Moment, wenn gerade die längerfristigen Charts steigen, umso mehr Gelder kommen ja in den Aktienmarkt rein. Ne? Also das kann man einfach nachschauen, dass also die ganzen, die Fondsmittel, die Zuflüsse in Publikumsfonds, die steigen rasant in dem Moment, wenn die Börse wirklich stark steigt. Ne, obwohl man eigentlich mal sagen müsste, wenn die Börse fällt, dann kauf doch billig, ja, weil dann kriegst du ja die gleiche Ware im Sonderangebot sozusagen, machen aber die wenigsten, sondern die meisten kaufen dann eigentlich, wenn der Preis teurer wird. Ja, also ist im Prinzip ganz der Unterschied zu Tankstellenpreisen oder zu Supermarktpreisen, wo man halt eher kauft, wenn es halt günstig ist, sondern an der Börse ist es halt ganz genau andersrum, weil natürlich die Angst immer da ist, wenn der Kurs fällt, dass er halt noch weiter fällt. Also, Frage kommt noch mit dem Chart Trader. Mal gucken. Pending Order, wenn ich über den Kurs reinklicke und dann unter den Kurs den Stop setze für Stop High, geht er dann Limit Short. Ich zeige das nochmal. Es geht darum, hier, wenn wir hier auf der Pending Order sind,
Der geht dann Limit Short, wenn du den Stop Loss über das Limit setzt. Das heißt, also ich mache mal hier, ne, ich klicke hier, also hier, die blaue Linie ist ja Einstieg. Und dann ist es halt wichtig, wenn du mit einer Stop-Buy-Order rein möchtest, dann musst du den Stop unter die blaue Linie setzen. Sagen wir mal zum Beispiel hierhin. Ja, und wenn wir dann sagen, ordern, dann siehst du, dass er dir direkt einen Buy-Stop macht. Ich nehme jetzt mal die Pending-Order raus. In dem Moment, wenn du sagst, wenn du quasi hier einsteigst, also Einstieg und der Stop-Loss ist über dem Einstieg, in dem Moment muss es ja eine Short-Order sein, weil sonst wäre der Stop-Loss nicht drüber. Und wenn ich jetzt sage ordern, dann macht er mir die Sell-Limit-Order. Das bitte mal ausprobieren. Also wichtig ist, dass wenn du, ne, zeige ich nochmal, du willst ja Stop-Buy rein. Das heißt also, wir setzen als erstes, wo du rein willst, sagen wir hier oben, willst du einsteigen. Dann ist wichtig, dass der Stop-Loss hier drunter muss. Also der muss nicht unter den aktuellen Kurs, das ist egal. Er muss nur unter diese blaue Linie. Und dann, wenn wir dann sagen ordern, dann macht er auch entsprechend Buy Stop Order. Das sollte, hoffe ich, bei dir auch so sein. Sonst uns gerne direkt bei Smart Markets anrufen, dass wir da mal reinschauen können. Also Frage kommt, man fragt zum MT5, kannst du kurz zeigen, wo man die richtige Zeitzone einstellt? Das kann ich leider nicht zeigen, weil das ist bei MetaTrader gar nicht möglich. Das heißt also, die Serverzeit hier unten, ne, die, das ist quasi die Brokerzeit, wo der Server steht vom Broker oder beziehungsweise die Zeit, die bei dem Broker-Server eingestellt ist, die können wir nicht ändern. Das heißt also, da müssen wir tatsächlich schauen, jetzt bei FXFlat geht es eine Stunde vor. Das heißt, ich weiß, dass jetzt hier 16.54 Uhr ist, 15.54 Uhr. Ja? Aber das ist tatsächlich bei jedem Broker anders. Es gibt Broker, die gehen 6 Stunden vor. Manche Broker, die haben deutsche Zeit, andere haben keine deutsche Zeit. Die gehen eine Stunde zurück, einer geht eine Stunde vor. Also das muss man tatsächlich einmal wissen. Das kann man so nicht einstellen. Das kommt daher, weil der MetaTrader ist ja ursprünglich gebaut worden für den automatisierten Handel. Ja, und da im Prinzip wollte man halt Folgendes vermeiden, dass wenn man einen Handelsroboter programmiert, dass der dann die unterschiedlichsten Zeit eben hat, sondern da hat man gesagt, man will eine fixe Zeit haben, damit ganz klar ist, wenn man dem Roboter sagt, er soll um 16.54 Uhr handeln, dann ist es auch genau die Uhrzeit, die hier steht und nicht die wird dann nochmal umgestellt. Ja, also daher kommt das, deswegen ist das bei anderen Plattformen, die ich sag mal eher für den Charthandel, so für den visuellen Handel gebaut worden sind, da kann man das meistens umstellen, aber deswegen ist es beim MetaTrader so, dass man es da nicht umstellen kann. Also ich sehe gerade beim einen Teilnehmer ist das noch, hat sich das erledigt, genau. Also wenn du die Linien drin hast, dann halt einmal auf Ordern klicken, genau. Ne? Und dann wird das gemacht. Wir haben das deswegen so gemacht, das zeige ich nochmal, die Pending Order, damit du Folgendes machen kannst, damit du in Ruhe überlegen kannst, liegen die Linien richtig? Ne? Wenn du sagst, oh, die 39,60, das ist ja noch nicht richtig, dann kannst du in aller Ruhe, ne, Doppelklick hier drauf machen, dann kannst du diese Linien noch verschieben und sagen, oh, ich will doch hier drunter. Dass man den in Ruhe planen kann, ohne dass, wenn der Kurs jetzt nach oben knallt und nach unten knallt, dass du dann drin bist. Also ich könnte jetzt hier in aller Ruhe, kann ich sagen, okay, ich will die Buy-Stop-Order hier hinlegen, ja, meinetwegen hier hin, so. Und jetzt will ich aber erstmal warten, bis er nochmal ein tiefes Tief macht, dann kannst du hier warten, ohne dass die Order sozusagen direkt scharf ist. Und deswegen haben wir das gemacht. Und erst wenn du dann sagst, okay, jetzt will ich sie scharf stellen, jetzt habe ich in aller Ruhe das schauen können, ohne dass ich da Druck habe, dann sagst du ordern, ne, und dann ist auch dann die Order richtig im Markt. Deswegen haben wir das so gemacht. Ach so, ganz vergessen eben noch zu sagen, als Heimler gefragt hat, kann ich jetzt noch einsteigen? Natürlich hast du auch immer die Möglichkeit, über den gleitenden Durchschnitt einzusteigen. Ne? Also das wäre jetzt hier auch das typische Setup gewesen. Der Kurs entfernt sich deutlich vom gleitenden Durchschnitt, kommt zurück, setzt drauf, dann hättest du genau hier den Einstieg. Ne? Das ist natürlich auch etwas, wenn wir einen starken Trend haben. Und, ne, und der, also der Indikator zeigt uns ja relativ früh, ne, dass wir im in dem Trend drin sind.
ne, wenn du quasi warten willst, ne, und du siehst oder du siehst, boah, der ist jetzt ausgebrochen, Rücksetzer, dann kann man hier natürlich dann auch diesen Einstieg nutzen. Ne, dann wäre der Stop-Loss zum Beispiel unter diesem letzten Tief, hätte man hier den Einstieg und hätte hier ungefähr, was sind das, 34 Punkte. Ne, oder aber jetzt zum Beispiel, ne, das ist natürlich dann ein sehr knackiger Einstieg, ne, mit einem sehr engen Stopp, ne, dass man halt jetzt quasi hier sagt, so, hier steige ich jetzt long ein und hätte den Stop-Loss hier drunter. Anscheinend so ein bisschen erstmal die Luft raus. Gucken. Oh, Nasdaq wird abverkauft. Weiter. Interessant. Aber ja, das ist halt sehr interessant, dass wir das halt sehen. Dow Jones steigt, DAX steigt, oder zumindest etwas. Und halt Nasdaq, die Tech-Werte, die führen tatsächlich ein Eigenleben. Also kurzfristig auf jeden Fall. Also das ist immer wieder interessant zu sehen. Ja, das wäre zum Beispiel hier ein Setup, wenn du sagst, ich möchte hier irgendwie Short reinkommen. Ich warte natürlich, ne, weil hier sind wir ja eigentlich sogar erstmal so ein bisschen long orientiert. Dann muss man schon abwarten, dass er hier sozusagen durchfällt. Und dann wäre auch wieder Setup, dass ich halt warte, bis wir hier die Wände haben. Ne, ein anderes Signal, jetzt grau. In dem Moment, wenn er dann halt hier nach unten geht, hier aufmacht, dann kann ich den Stop-Loss wieder hier oben draufsetzen und könnte halt hier Short einsteigen. Ne, wäre jetzt nicht mein Einstieg, einfach weil ich generell für Nasdaq noch relativ bullisch eingestellt bin. Also so grundsätzlich, dass wir da eher halt auch nach oben ziehen noch, als das runtergeht. Aber gerade natürlich zum Scalpen, das ist jetzt hier Minute 1. Ne, das heißt also, dass jede Kerze ist eine Minute. Ne, wenn du da Scalper bist oder sowas, gerne halt sowas anschauen. Ne, und wenn ich Short rein will, habe ich dann halt hier wiederum auch die Möglichkeit, da reinzugehen. So, ich hoffe, dass wir jetzt da mal ein bisschen weiter hochziehen. Also ne, im Prinzip sehr, sehr schön, dass er auch hier den gleichen Durchschnitt anerkannt hat. Ja, wir hatten ja schon deutlich früher den Einstieg da gehabt. War nicht wundern, dass wir hier noch grün, wir hatten ja hier auf 5, genau, hier. Ne? Deswegen hier die Kerze grün, Stop-Loss hier drunter und dann sind wir halt hier mit der Kerze eingestiegen. Ein R übrigens hatten wir hier oben schon gehabt. Ja, aber wie gesagt, ich handle halt gerne darauf, dass wenn ich im Markt bin, wenn ich richtig liege, ja, dass ich dann nach Möglichkeit dann auch die Gewinne weiter ausreizen kann. Und dementsprechend also mache ich jetzt hier noch nichts, sondern ich möchte schon da oben zu den 2R hin. Ja, das wird nicht immer klappen, ja, aber halt so von der Trefferquote her, ne, wenn das klappt, gerade auch wenn wir die schönen Trends haben, ist das immer eine sehr angenehme Sache, wenn man sowas handeln kann. So, komm, jetzt müssen wir erstmal hier oben drüber gehen. Das wäre dann schon mal das gute Zeichen.
Ja, aber das wäre, wie gesagt, typisch, dass wir diesen starken Abverkauf, der durch Daten kam, dass wir dann bis zu dieser Kerze diesen starken Abverkauf eingeläutet hat, dass wir da wieder hochgehen. Ja, und wir sehen auch wieder, warum ist der Kurs erstmal hier wieder abverkauft worden. Das ist wieder so ein Tagestief, was wir vor ein paar Tagen hatten. Immer erstmal ein ganz guter Widerstand. Das haben wir auch häufig, dass er dann halt quasi von so einer Abwärtsbewegung bis zur 23 läuft. Das war etwas, das ist jetzt ein anderes Setup, habe ich auch schon mal ein Webinar zu gemacht, wie man mit so einem Fibonacci einsteigt. Der ist halt nur 118 interessant, aber halt auch eine 23,6, wenn er quasi so ein Hoch oder so ein Tief antestet. Schade ist halt, dass man nicht immer alles handeln kann, wird auch nicht immer alles funktionieren. Wir müssen uns schon immer auf gewisse Sachen fokussieren. Aber deswegen habe ich das gerade mal interessiert. Das ist dann häufig so, dass dann wenn es an so ein Hoch rangeht, dass es an so einer 23% dreht. Also einfach auch für euch, dass wenn ihr in so einem Trade drin seid, dass man dann auch weiß, an der Marke, wenn wir das hier auf diese Abwärtsbewegung einzeichnen, dass man halt dann weiß, okay, hier bei der 23%, da kann man schon mal aufpassen, weil da entscheidet sich eigentlich dann, ob er jetzt tatsächlich hier oben drüber geht oder nicht. Noch ist halt immer für meinen Einstieg, der deutlich weiter weg ist, ist alles in Ordnung. Er ist jetzt nochmal hier auf den gleiten Durchschnitt draufgegangen. Steigt jetzt erstmal wieder. Alles bestens. Ja, das ist halt gerade das, was wir im echten Trading halt immer wieder haben, dass der Kurs halt nicht so schön genau so rauf geht, sondern dass er halt dann nochmal wieder so runterkommt und dann erst wieder steigt. Also gerade halt so die Sachen macht, die er laut Lehrbuch eigentlich nicht so machen sollte. So, komm, jetzt weiter rauf. Jetzt kommt hier eine rote Kerze. Ja, würde man nur dann handeln, wenn man noch irgendwas anderes hätte, dass man tatsächlich Short rein will. Das möchte ich natürlich jetzt hier nicht handeln, weil ja meine Indikation und auch die Trendanalyse sagt, ich bin noch im übergeordneten Long-Trend. Dementsprechend will ich natürlich auch gerade nicht, wenn ich hier dieses Zickzack-Muster nach oben habe, will ich ja gerade nicht mit so einem Rücksetzer hier Short einsteigen. Deswegen, das ist halt wichtig, dass wir dann auch gucken, ich möchte generell ja mit dem Trend reingehen. Ja, und jetzt hier bitte auch aufpassen. Jetzt ist die Volatilität rausgegangen. Und wir sehen es jetzt hier, dass wir hier in so einer relativ engen Range drin sind. Das heißt also, wenn wir jetzt so einen Handelssignalwechsel haben, das ist mir persönlich auch zu eng. Ja, wir hätten ja normalerweise jetzt hier, könnten wir sagen, so, hier ist der Long-Einstieg, Kerze ist grün, ist in Trendrichtung. Long ist ja in Ordnung. Wir hätten aber hier von unserem Stop-Loss, den hätten wir hier drunter. Ja, das ist etwas, das würde ich persönlich nicht machen. Sowas kann mal gut gehen,
Das wird aber in ganz vielen Fällen wird das schiefgehen. Das heißt also, in dem Moment, wenn wir im Prinzip Folgendes haben, dass wir so ein Dreieck haben, das heißt, wir haben ja jetzt hier, haben wir im Prinzip ja so ein Dreieck, was ja auch dann typisch ist, dass er hier irgendwo raus muss. Wenn wir dann hier so einen Handelssignalwechsel haben, dann würde ich immer zum Anfang des Dreiecks, das heißt hier unten drunter, da würde ich den Stop-Loss setzen. Wie gesagt, jetzt hätte es sogar hier einigermaßen funktioniert. Das wird aber in ganz vielen Fällen nicht funktionieren. Einfach in dem Moment, wenn wir so eine kleine Vola haben, ist das ganz typisch, dass der Kurs erstmal wieder die Vola ein bisschen breiter macht und dann kegelt er uns hier unten raus, wo wir halt gar nicht raus wollen. Ne, das dementsprechend, also wenn wir so ein Dreieck haben, so ein zulaufendes und das Handelssignal wechseln, dann wollen wir das nicht. Sowas ist eine tolle Sache, wenn wir das nicht im Dreieck haben, sondern wenn wir das hier haben. Das heißt also, wenn wir hier den steigenden Markt haben, wir haben das höhere Hoch. Wir kommen dann runter, der Kurs dreht nach oben. Meinetwegen ist dann hier, was habe ich denn hier grau? So, dann kommt, sagen wir hier so grau. So, und dann kommt grün. Ne? Dann ist das interessant, weil ich ja quasi dann auch wieder mit dem typischen Schwung nach oben gehe, ne? Weil ich ja dann weiß, okay, das ist ja auch typisch, dass er hier weitergeht. Vielleicht kommt er nochmal so runter und geht dann hoch, alles in Ordnung. Da bin ich aber mit dem Stop-Loss hier unter diesem grauen Bereich. Ne? Das bin ich halt hier nicht, weil hier bin ich ja sozusagen, wenn wir jetzt hier so den Aufwärtstrend haben und ich bin hier und gehe dann hier so ein, ja, eigentlich hier so, ne, dann ist ganz typisch, dass wir hier noch ein bisschen runtergehen und dann halt erst vielleicht hochgehen oder so. Ne, also deswegen hier, in dem Moment, wenn die Vola so abflacht und in so einem Dreieck drin sind, Stop-Loss raussetzen. Ja, aber hätte jetzt hier sogar funktioniert, hier der Einstieg, Stop hier drunter, aber wie gesagt, aber würde ich nicht machen. Wie gesagt, das ist die eine Sache, dass man sieht, oh, okay, jetzt hätte es funktioniert. Ne, aber wenn ich halt sowas häufiger mache, da werde ich in den meisten Fällen rausfliegen. Ja, Nestec dreht langsam. Ja, ich habe auch mal den Rücksetzer gemacht, jetzt hier auf den gleitenden Durchschnitt drauf, okay. Aber ja, wir haben uns von daher bisher zumindest für das richtige Instrument entschieden. Ah, wie gesagt, also dieses von der Volatilität Spread her ist halt auch ein Dow Jones, den man super handeln kann. Ja, wenn wir hier das sehen, Minute 1 und wir haben hier so eine Vola so von 19 Punkten ATR. Na, wenn wir uns jetzt da mal den US Tech reinziehen, na, da haben wir aktuell so 13. Also deutlich weniger, also 40% weniger. Und wenn wir uns den DAX reinziehen, schaut mal hier, da sind wir bei 6 Punkten im 1-Minuten-Chart. Ja, das heißt 6 Punkte Vola zum Spread von 1,2. Und im Dow Jones zahlen wir nur 0,3 mehr, haben aber eine Vola, die hier bei circa 18, 20 Punkten ist. Das heißt natürlich also von der Wahrscheinlichkeit, dass wir oder ne, also vom Tempo her, wie wenn der Kurs in die richtige Richtung läuft, dass wir unsere Kosten drin haben, sind einfach im Dow Jones für uns mit einem Vielfachen besser, mit einem Vielfachen. Ja, und das ist ja gerade das, wenn ich aktiver Händler bin, wenn ich Daytrader bin, gerade sogar wenn ich Scalper bin, dann muss ich natürlich gucken, dass auch jeder kleine Vorteil in einem Trade ist natürlich aufs Jahr gerechnet, auf 1.000, 2.000, 3.000 Trades, ist natürlich immens viel.
So, von meiner Seite eigentlich haben wir auch soweit alles, weil ich kann jetzt an dem Trade oder will auch an dem Trade nicht mehr viel machen. Aber ich zeige mal eben kurz, wo wir hinwollen. Gehen wir mal hier auf die Stunde, dass wir da ein bisschen mehr reinzoomen können. So. Also, dass wir hier nochmal das Big Picture haben sozusagen. Wir sind im schön steigenden Markt, also das sie passt ja alles. Ne? Ich meine, klar wissen wir nicht, ob er jetzt oben hingeht oder nicht. Aber zumindest ne, von diesem Abverkauf her haben wir da eine ganz gute Chance, dass er hier hingeht. Ja, also Ziel ist bei 38.708. Hier würde ich mir einen Kursalarm setzen, kurz vor die 38.700. Ja, die runden Marken, die können manchmal schon eine Aussagekraft haben. Meiner Meinung nach nicht so viel, wie man das häufig mal liest. Ne, aber von daher würde ich mir jetzt auf die 695, da setze ich mir jetzt einen Kursalarm hin. Also hier auf Handel. Dann Alarm, dann habe ich den da, dann weiß ich das, ne, setze mir halt dann auch noch einen hin hier, wenn er jetzt in die falsche Richtung laufen sollte. Wo haben wir es hier? Alarm, so. Ne, und dann muss ich quasi jetzt hier gar nicht drauf schauen. Stop-Loss nachgezogen haben wir schon. Ne, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen zeigen konnte, vor allem auch in welchen Situationen man wie den Indikator gut einsetzen kann. Mixt den ruhig mit euren Indikatoren, die ihr eh schon nutzt. Ja, es soll eine Hilfe sein. Es ist kein Indikator, der komplett alleine da ist, den ich blind handeln kann. Das ist aber meiner Meinung nach kein Indikator. Ja, das ist das, was ein Börsenhändler ausmacht, dass wir wissen, wann nutze ich welches Werkzeug und wann nutze ich es wie. Ja, und ansonsten drücke ich euch, die vielleicht mit drin sind, die Daumen und natürlich mir auch, dass der Kurs entsprechend hier oben hinläuft. Bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns genau in 2 Wochen, selbe Uhrzeit, selber Ort wiederhören. Ja, am 7.3. sehen wir dich wieder oder hören dich wieder, Marc. Perfekt. Gleiche Genau. Uhrzeit und auch mein Dank an alle Teilnehmer fürs Zuhören. Ich wünsche allen viel erfolgreiche Trades und wenn du nichts dagegen hast, dann wünschen wir allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Danke dir, Wolfgang. Gerne, gerne. Ciao. Tschüss.